Eine Reihe von Begriffen, die verwirren, die auch für Experten schwierig sind, in eine eindeutige Definition des Feldes zu bringen, in dem sich Patienten gut aufgehoben fühlen können. Als Oberbegriff benutzen wir die psychoonkologische Versorgung. Sie teilt sich auf in psychosoziale Beratung, die durch Sozialarbeiter durchgeführt wird, und die Psychotherapie, die durch Psychotherapeuten durchgeführt wird. In der psychosozialen Beratung beschäftigen wir uns primär mit den sozialen, wirtschaftlichen und psychischen Problemen der Patienten, die unter der Last Krebs leiden. 40% der Menschen, die in die psychosoziale Beratung kommen, kämpfen mit der Rückkehr in den Beruf, finanziellen Problemen, mit Reha-Problemen, mit Sozialhilfeträgern. Und hier soll die psychosoziale Beratung eine Hilfe geben, sich im Dschungel der Sozialleistungen zurechtzufinden und seine Belastung damit auch deutlich reduzieren zu können. Immer wieder kommt es vor, dass Krebspatienten nicht nur psychisch belastet sind, sondern auch Zeichen einer psychischen Erkrankung zeigen. Bei 30% der Patienten, die in die Krebsberatung kommen, ist es durch einfache Informationen und Hilfen nicht möglich, die psychische Belastung abzusenken. In diesem Fall ist es wichtig, mit Psychotherapeuten Kontakt aufzunehmen, mit ihnen das Problem zu bereden und auch hier Abhilfe zu schaffen. In einer Krebsberatungsstelle finden Patienten und ihre Angehörige eine Anlaufstelle, um sowohl die psychischen als auch die sozialen Probleme besprechen zu können. Wir empfehlen Patienten in der Belastungssituation, eine Krebsberatungsstelle aufzusuchen und hier Hilfe zu erhalten.